Und damit auch hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir, wie man unschwer erkennen kann, Papers, Please. Genau. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es gerade einmal ganz, ganz kurz gestartet. Ja. Da war es aber noch ein bisschen zu laut, die Musik und so. Deswegen habe ich es nochmal geschlossen. Genau. Aber es wurde eh nicht gespeichert. Gut. Wählen Sie einen Tag, an dem Sie fortfahren möchten, oder starten Sie ein neues Spiel? So, ja. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als neu zu starten. Herzlichen Glückwunsch, wir haben es gewonnen. Geil. Okay, ist es jetzt gut oder schlecht? Aber anscheinend gut. Okay, wir melden uns zum Arbeitsansatz beim Ministerium für Grenzschutz. Alles klar. Klasse 8, das ist doch schon mega gut. Okay. Ja, Sicherheit ist auf jeden Fall auch wirklich garantiert. Familien vor Zusammenführung. Okay, Sportpolitik. 23. November 1982. Die Wahrheit. Okay. Unbezahlbar. Ja, wait. Gut. November 1982. Okay. Ministerium für Grenzschutz, Offizier der Inspektor, willkommen bei Ihrer neuen Position am Grenzübergang. Stempeln Sie Einreise. Visa in Pässe und geben Sie die Dokumente den Einreisenden zurück. Der Bürger von Arztrotzka, ich hoffe, der Name heißt, ja, moin, sind zur Einreise berechtigt. Ja, alle Ausländer sind abzuweisen. Es lebe Arztrotzka. Okay, ihr müsst wissen, ich spiele das jetzt zum ersten Mal und ich habe keine Ahnung von Hintergrundgeschichte oder was auch immer das Spiel überhaupt will. Wenn ihr Bescheid wisst. So. Achten Sie, passen wir auf die angegebene Nationalität. Okay. Ganz passend, Kabine, Rollladen, Dresen. Vorschriften, Audiotransporte, Depeschen, Zeit und Datum. Okay. Grenzübergang ist endlich eröffnet. Ja, okay, das hatten wir ja schon. Gut. Dokument da reinziehen. Von mir. Nehmen wir es auf. Okay. Das ist so unser Shop. Ah, da muss ich, ah, das ist die. Ah, jetzt verstehe ich's. Ich glaube, die darf hier rein. Ups. Ich glaube, den müssen wir da unter. Irgendwie so. Richtig? Ja, hier für sie. Ja, mein. Nächste. Ja, doch, das ist auch gut hier. Ja, das kleine Zudach ist okay. Ich glaube nicht, dass du hier reingehörst. Es tut mir leid. Tschüss. Ja. Sorry. So. Papiere bitte. Ach, schon habe ich in diese beschissenen Schranke gewartet. Ich hoffe, es war jetzt nicht für den Arsch. Ich glaube schon. Publieren, Alter. Für dich. Nimm. Ja. Fass es nicht. Fahr zur Hölle, ja. Fahr du selbst Hölle.
Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, das sieht gut aus. Du kommst hier rein. Zack. Genehmigt. Schönen Tag dir noch. Ja. Nächste. Was? Willst du mich verarschen, Alter? Nervt mich doch nicht. Ist mir gerade aufgefallen, die sind alle für klein. 1,70. Junge. Wollt ihr mich alle verarschen oder was? Ich stehe doch vorne bestimmt dran oder so, dass hier, dass die aus der Nähe nicht reinkommen. Weg. Ja, du kommst ja auch nicht rein. Poolbier, Alter, was wollen die alle hier? Tschüss. Ja. Ja, das war noch ein schöner Tag. Ich sehe sogar, wie schwer die ist. Und die ist 1,80. Ja, Mann. Was war jetzt los? Ach so, die Kerl darf mal rein, okay. Jetzt zocke du das aber rein. Du das rein. Viel Spaß. So. Schottendicht oder was? Okay. Wollten Sie Auskunft mit Hilfe der Kontrollkästen? Bitte Nahrung, Heizung. So, ich muss. Ah, okay, ich muss die alle bezahlen. Also, ah, jetzt verstehe ich auch das Spiel so ein bisschen. Ich muss dafür sorgen, dass die alle Essen bekommen. Ich krieg hier Gehalt. Aber ich. Okay, noch zahle ich alles. Erstmal gucken. Also zahle nochmal alles zum Schlafen. Jetzt aber gar gesehen. Krestin. Ein Erfolg. Eine Kürze weniger Auflagen, Einreise von Ausländern. Was? Außerhalb auch rein? Sie landen in Feierlaune. Mehr Handel und Kooperation erwartet. Okay. Ich glaube, ich sollte aber nicht mehr vorlesen, weil ich gerade sehe Analysten und nicht Asylanten. Ich glaube, ja, ihr lest das selbst. Okay. Gut. 24. November 1982. Okay. Ihre Kabine ist jetzt mit Geräten zur Prüfung ausgestattet. Alle Passarten sind sorgfältig auf Diskrepanzen zu überprüfen. Eine Reisebillige mit Inkonsistenz sind abzuweisen. Okay. Den Prüfmodus können Sie mit Hilfe des roten Knopfes auf Ihrem Schreibtisch aktivieren. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht klappt. Hier. Okay. Also das ist der Ablauf. Was läuft jetzt hier ab? Okay. Worauf muss ich noch achten? Verein, Föderation da, Geschlecht männlich.
Okay. Da sind wir, achso, da kommen die alle her, okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die nicht reinlassen soll. Deswegen hier. Lass rein. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ist abgelaufen. Hier. Ja, hier fehlen die Worte jetzt. Willst du gehen oder was? Warte, abgelehnt. Es gibt da auch nur das oder was? Oder muss ich auch noch auf was anderes achten? Ich glaube, momentan nur auf das Datum. Und das Bild vielleicht. Achso, das sage ich ja, stimmt. Ja, und ja, ich verstehe es nicht, wer redet, das bin ich ja. Beeilung. Der Bus fährt gleich, ja, mir doch egal, was der gleich fährt. Was ist der Aussteller? Warte, gucken wir mal erstmal. Wir prüfen das erstmal. Also. Da steht ja ausstellende Gemeinde. Und es ist jetzt. Sind wir. Das machen die alles klar. Gut. Dann gerne doch riesiges Einreisevisum. Das dürfen Sie haben. Zack, hier für Sie. So. Endlich. Ja. Nächste. Papiere bitte. Lass mich das mal ganz kurz prüfen. Diplomatensiegel ist das. Hier. Pass fällt aus, muss gültig sein. Achso. Das muss gültig sein. Anziehen. Es ist gültig. Ne, Aussteller. Achso. Sie fragen. Ah, hier. Aussteller muss gültig sein. Und das ist mir bewusst, ja, okay, passt. Für dich. Machen Sie mir hier, vor allem ohne Ehe, Alter. Oh, ich habe sie auf Passfoto geachtet. Ja, danke schön, interessiert mich nicht. Weg damit. Was willst du von mir? Ich habe dir nicht zugehört. Alter, will die mich bestechen? Gehst du zurück? Ich nicht. Warum will die mich bestechen? Da kann aber was nicht passen, da gucke ich nochmal nach hier. Ja, doch. Passt. Weiblich. Passfoto passt. Und das passt auch, ja, okay. Ja, was will ich damit? Aber egal, machen wir eine nach der Arbeit. So, nächste. Das passt doch nicht. Abgelehnt. So, warte, wir müssen erstmal das Ganze aufchecken.
Was ist jetzt passiert? Was? Achso, er rennt jetzt einfach durch. Junge! Junge! What the fuck? What the fuck? Ja. Junge. Ich hab nur 20 gehalten. Krieg immer nur 20. Ja, die Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Nach 18 Uhr gibt es für Einreisende kein Endgate mehr. Der Spielstart wird zu Beginn jedes Tages gespeichert. Okay. Dann würde ich sagen, nach diesem Anschlag würde ich erstmal jetzt mit der Pause, genau. Nach diesem Anschlag würde ich jetzt nach der Folge einfach mal aufhören. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann gibt es vielleicht den nächsten Anschlag. Wir sehen uns bei Tag 3. Schönen Tag noch und haut rein. Ciao.